Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Team. Nein, zu einem neuen Video von mir, von einem Team hier. Wir haben ein neues Team der Woche, das auch mal wirklich den Namen neues Team der Woche verdient hat. Nach langer Zeit mal wieder was ganz anderes, finde ich echt cool. Dann haben wir eine neue NHL Moments Karte. Wir haben einen neuen, ja, Side-Event, Teil-Event, ich weiß nicht, Erweiterung, je nachdem, wie man es nennt. Und zwar die 99 Shades of Summer und schlaue Liste. Wir haben meine Rivals und Hood Champs Belohnungen. Das ist der ganze Zeug, das ganze Zeug, das ich heute für euch habe. Bevor wir aber anfangen, erst nochmal Glückwunsch an Lodinger 1993, der mittlerweile das 1993 gestrichen hat, nur noch Lodinger ist. Nicht nur zu seiner neuen Xbox, die er heute kam, damit zwei Tage nach meiner kam, sondern auch zu Platz 16 in den aktuellen Squad Battles. Glückwunsch, bestimmt ein harter Grind gewesen, auf jeden Fall Respekt. Also fangen wir direkt an mit dem neuen, das ist wirklich neu, das ist echt ungewohnt, Team der Woche. Und zwar ist hier gefeatured Kanada und USA anlässlich des 4. Juli auch, dem Independence Day. Heute ist der 30. Juni 2021, also auf geht's. Und so, wenn man schon mal so ganz kurz drüber blickt, ohne auf eine Karte zu gucken, die schlechteste Karte ist, glaube ich, eine 93er Karte, zumindest von den Stürmern. Also da ist auf jeden Fall was dabei, auch wirkt sich auch wieder aufs Team of the Season aus. Los geht's, den Anfang macht von Team Kanada, der 96er Jonathan Huberdeau, rechter Flügelspieler, 1,85 groß, 92 Kilo, zweimal Shutdown, einmal Gladiator. Schuss wird auch ohne die Synergien fast perfekt sein, ja, zumindest fast. Bodychecken geht damit auch nochmal hoch, mit Funken auch nochmal hoch, Hände perfekt. Geschwindigkeit, das sind wir bei 95 auf die Beschleunigung, also auch eine fantastische Karte hier für eine 96er. Dann haben wir den 97er John Tavares, ebenfalls von Team Kanada. Er ist ein Center, 1,85 groß, 94 Kilo, mit zweimal Workhorse und einmal Raser. Face-Off Rating nicht ganz perfekt, sollte mit Harden soll aber auch weggehen. So klein, weg. Schuss ist perfekt, auch ohne Raser, Hände sind perfekt, Bodycheck wird dann auch noch toll. Geschwindigkeit, Beschleunigung auch ein bisschen mau hier. Für den Center, er muss nicht so schnell sein. Wir sind dann bei 94 Beschleunigung, bei 94 Geschwindigkeit. Auch hier eine fantastische Karte von John Tavares. Dann haben wir von Team Kanada ebenfalls den 97er Mitch Marner, einen linken Flügelspieler, 1,83 groß, 79 Kilo, zweimal Shutdown, einmal Deep. Also man merkt schon, die wollen irgendwie die Karten nicht so ganz überpowern. Warum der jetzt Deep hat, ich meine, das Stick-Checking ist eh bei 99, Phaser Rating geht auf 86, was der Center ist, und hat fast ein bisschen rausgeschmissen. Der Shutdown ist hier ganz gut, weil das Bodychecking nicht ganz so hoch ist, aber auch der Schuss ist perfekt, auch ohne Synergien schon, Hände sind perfekt. 97 Beschleunigung, 97 Geschwindigkeit, kann man auch nicht meckern. Also auch hier eine super Karte von Mitch Marner, damit auch die Team of the Season Karte von ihm auf 97 gestiegen. Dann ebenfalls die von der Team of the Season Karte, die auf 97 gestiegen ist, von Team USA, der 97er Patrick Kane. Rechter Flügelspieler, 1,78 groß, 80 Kilo, zum Gladiator, einmal Shutdown. Machen wir alles aus. Also auf den Schuss bringt es gar nichts, genau, die Hände sind auch perfekt. Ja. Es geht sehr, sehr gut los. 98 Beschleunigung von Haus aus, 94 Geschwindigkeit. Da ist Gladiator und Shutdown wirklich gut, weil gerade das Bodychecken, weil er unter 1,80 groß ist, auf jeden Fall sinnvoll. Also auch eine sehr gute Karte hier von Patrick Kane. Dann haben wir den 95er TJ Oshie von Team USA. Linker Flügelspieler, 1,80 groß, 89 Kilo. Zweimal Shutdown, einmal Howitzer. Machen wir mal alles aus. Schuss ist nicht ganz perfekt, also braucht man die Synergien schon, um wirklich alles rauszuholen. Hände sind so gut wie perfekt. Bodychecken bei 97, geht dann auch mit dem Funken noch hoch. Dann sind wir am Schluss dann bei 96 Beschleunigung und bei 98 Geschwindigkeit. Auch fantastische Karte. Ich habe den Synergy-Veteran, den Vorbesteller-Bonus, der ist gerade mal auf 92, würde morgen auf 93 steigen. Hat aber nur einmal Verteiler und einmal Magier, also bringt recht wenig. Bis zu einer bestimmten Zeit waren diese Vorbesteller-Bonus echt gut, aber jetzt leider schon raus. Dann, der ist aber auch jede Woche dabei, hat sich hier mit reingemogelt. Der ist 97er Kyle Connor von Team USA. Rechter Flügelspieler, 1,85 groß, 82 Kilo, zweimal Wingman, einmal Shutdown. Mach mal aus, also Social Hände perfekt, Schuss perfekt. Bodychecken auch eigentlich so gut perfekt. Von der Beschleunigung sind wir bei 98 Beschleunigung, 94 Geschwindigkeit. Auch eine super Karte hier, der Rest alles bei 99, also super Karte von Kyle Connor. Dann die, ja, ich würde jetzt sagen Enttäuschung, aber ja, er ist doch unter der Erwartung zurückgeblieben von Team Kanada, der 94er Alexis Lafreniere. Ein linker Flügelspieler, 1,88 groß, 87 Kilo, zweimal Gladiator, einmal Shutdown. Also so ist der Schuss nicht ganz perfekt, geht er mit den Synergien aber perfekt hoch, Hände genauso perfekt, Bodycheck dann auch soweit. 95 Beschleunigung, 94 Geschwindigkeit, auch eine super Karte hier. Auch von der 94er Karte echt gut, dieser Alexis Lafreniere.
Dann der 93er Quinn Byfield von Team Kanada, auch ein Center, 1,93 groß, 100 Kilo, Sommer Howitzer, einmal Deep. Also mit Deep und Harden Solan auch die perfekten Center-Maße, dafür auf jeden Fall brauchbar. Schuss ist, das Howitzer schon fast falsch, weil die Kraft eh schon stark ist, geht leider nichts auf die Genauigkeit. Hände, ja, für den 93er hat er auch im 93er Bereich, kann man lassen. 92 Beschleunigung, 94 Geschwindigkeit, ja, für den Center, ich sage immer, der muss nicht so schnell sein. Dafür auch gut, aber hier doch leichte Abstriche, was den Schuss angeht. Dann auch von Team Kanada, der 94er Shane Wright, ein Center, 1,83 groß, 83 Kilo, zweimal Deep, einmal Workhorse. Also auch mit 98 dann am Center noch ohne Harden Soul. Super Center, Schuss auch stark, aber nicht ganz perfekt, aber trotzdem sehr gut. Wir sind dann hier am Schluss bei 97 Beschleunigung, 94 Geschwindigkeit. Hände ist ein bisschen Upturner, genauso wie das Bodychecken, aber trotzdem von der 94er Karte auf jeden Fall brauchbar. Dann der 97er Jake Günzel, auch mit ihm steigt seine Team of the Season Karte damit auf 97. Er ist ein von Team USA. Er ist ein rechter Flügelspieler, 1,80 groß, 82 Kilo, zweimal Shutdown, einmal Wingman. Irgendwie Synergien sind halt sehr gleich, also na gut. Schuss aus ohne Synergien schon perfekt, Hände perfekt. Bodychecken geht damit eigentlich mit Funke noch an, auch perfekt hoch. Wir sind dann bei 98 Beschleunigung, 95 Geschwindigkeit, der Rest ist bei 99. Also auch eine super Karte von Jake Günzel. Und jeder, der jetzt irgendeinen von meinen erwähnten Spielern hat, der die Team of the Season Karte hat, Glückwunsch, sind jetzt alle gestiegen. Dann nicht von Detroit, sondern von Team USA, der 94er Dylan Larkin, ein Center, 1,85 groß, 90 Kilo, Sommer Raser, einmal Gladiator. Nur 95 am Face-Off, geht er mit Harden Solo auch noch hoch. Schuss, nicht ganz so toll, muss ich echt sagen. Also zwar, ja, so im Schnitt 94, wie halt die Karte auch ist, Hände sind gut, aber halt 96 Beschleunigung und auch, also 99 Beschleunigung, 99 Geschwindigkeit mit Verteiler und Funke an. Bodycheck damit auch im Maximum eigentlich. Also nur die Schussgenauigkeit ist der einzige Upturner, aber auch das hier jammern auf hohem Niveau. Von Team USA, der 94er Alex DeBrincat, linker Flügelspieler, 1,70 groß, der ist so klein, ja. 75 Kilo, zweimal Shutdown, einmal Gladiator, also die Synergien ist heute echt wieder alles doll und dreifach. Damit geht der Schuss auch auf perfekt hoch, Hände sind perfekt, 98 Beschleunigung, 97 Geschwindigkeit. Bodycheck nur bei 85, geht dann zwar mit dem Funken noch hoch, aber er ist halt nur 1,70er. Das ist schon echt, für eine 94er Karte ist schon echt ein Upturner, muss ich echt sagen. Da müsste, der hätte normal, bei der Größe müsste, um wirklich wirksam zu spielen, müsste auch im hohen 90er Bereich sein. Auch wenn die Widerstandsfähigkeit bei 99 ist, das Bodychecken turnt mich etwas ab, muss ich echt sagen. So, das waren die Stürmer. Kommen wir zu den Verteidigern, auch von Team Kanada, der 93er Jacob Chychrun, auch damit Team of the Season Karte gestiegen auf 93. Er ist ein rechter Verteidiger. 1,88 groß, 95 Kilo, zweimal Lammknipser, was ganz selten ist heute bisher, und einmal Howitzer. Ja, der Schuss ist halt immer noch unter 90, also selbst mit Lammknipser geht er auf 90 hoch. Hände, ja, okay, Deking, da fehlt es auch, da wäre was wie Magier besser gewesen. Und halt nur 90 Beschleunigung und 92 Geschwindigkeit. Ah, für einen Spieler, der nicht mal 1,90 ist, zwar Bodychecken alles perfekt, aber auch hier echt leichter Upturner. Der 93er Aaron Ekblad von Team Kanada, linker Verteidiger, 1,93 groß, 97 Kilo, zweimal Howitzer, einmal Shutdown. Mit Synergien aus, ja, Schuss nicht wirklich stark, wird dann zwar mit Howitzer noch besser, aber auch sehr ungenau, da ist dann wirklich Shutdown und die Salve Pflicht, Hände auch, okay, und dann hier 93 Beschleunigung, 95 Geschwindigkeit, wäre mir auf jeden Fall lieber als der Kollege Chychrun, aber ja, auch hier leichte Abstriche, aber der bringt halt einfach die Größe mit, von dem her geht es so in Ordnung, wenn er doch irgendwie langsamer ist. Der auch schon lange nicht mehr gehabt eigentlich, der 93er Zach Werenski von Team USA, rechter Verteidiger, 1,88 groß, 99 Kilo, Sommer Raser, einmal Lampenknipser. Also so generell ist der Schuss okay, zwar jetzt besonders stark, aber auch nicht besonders genau, geht dann mit den Synergien zumindest, was die Handgelenkschussgenauigkeit anhat, noch nach oben. Hände, Deking bei 88, nur auch ein leichter Upturner, 92 Beschleunigung, 95 Geschwindigkeit, ja, für eine 93er Karte kann man es lassen. Das ist so ein Zwischending eigentlich aus den anderen beiden. Der ist nicht alles genauso groß. Okay, also wäre mir auch der Werenski lieber als der Chychrun. Als nächstes haben wir den 97er John Carlson von Team USA. Linker Verteidiger, 1,91 groß, 97 Kilo, zweimal Magier, einmal Wingman. Puh. Also mit Magiern geht das Dicking auch fast noch perfekt hoch. Wenn er noch Salven hat, hat er auch einen perfekten Schuss. Und halt dann auch 97 Beschleunigung, 93 Geschwindigkeit, auch bei der Größe. Bodychecken alles perfekt, Stickchecken alles perfekt, auch eine super Karte und damit auch die Team of the Season gestiegen auf 97.
Abschluss, ist schon Abschluss, ne, noch nicht ganz Abschluss. Aber hier der 92er Duncan Keith von Team Kanada. Rechter Verteidiger, 1,85 groß, 87 Kilo, zweimal Gladiator, einmal Howitzer. Also Howitzer macht auf jeden Fall den Schuss nochmal stärker, aber halt immer noch unter 90 Genauigkeit. Hände sind soweit gut. 94 Beschleunigung, 96 Geschwindigkeit. Bodychecken auch nicht, auch unter 90, da ist auch Funke Pflicht, aber das setze ich mal voraus. Auch hier leichte Abstriche für eine 92er Karte selbst, leichte Abstriche. Handgelenkschussgenauigkeit bei 86 ist halt dann doch etwas wenig. Und der Abschluss von dem Verteidiger macht von Team USA der 91er Ryan Suter. Rechter Verteidiger, 1,88 groß, ja bitte. 1,88 groß, 93 Kilo, zweimal Lammknipse, einmal Howitzer. Und da ist der Schuss noch mieser eigentlich mit 84 Genauigkeit. Geht dann zwar auf 87 mit Lammknipser und dann noch ein bisschen hoch mit der Salve oder Barrage an, je nachdem wie man es nennt. Aber wird trotzdem nicht wirklich gut. Deking bei 84. Da hat mein 2,5 Meter Uwe Krupp hatte höheres Deking als der hier. 92 Beschleunigung, 94 Geschwindigkeit. Ja, ist okay, aber auch keine wirkliche Top-Karte jetzt hier. Aber ist halt auch nur eine 91er. Also. Head Coach von Team Kanada USA ist Brian Fittler, natürlich. Die Goalies, wird der Backup besser als die Nummer 1. Die Nummer 1 ist hier von Team USA der 90er John Gibson. 1,88 groß, 94 Kilo, zweimal Verteiler, einmal Schwarm. Ja, nee, ist ein 90er Karte, also nicht wirklich toll. Backup ist der 92er Carter Hart von Team Kanada. 1,88 groß, 82 Kilo, zweimal Funke, einmal Balanced. Schon leicht besser, also mir wäre der Hart auf jeden Fall lieber. Aber ob man jetzt noch einen 92er Goalie spielen lassen muss, gut, er hält auch nicht mehr oder weniger wie ein 97er, habe ich heute wieder gut gemerkt im Rivals, aber auf jeden Fall eine gute Karte hier. Das war das Team der Woche vom 30. Juni 2021. Mal gucken, kurz noch einen Blick auf meine Gegner. Also ich war wieder im Elite 1 Rang. Damit begnüge ich mich mittlerweile. Ich habe keine Lust auf diesen Grind da hier hochzuspielen. Ja, okay, 98, okay. Schaut auf jeden Fall vielversprechend aus, sag ich mal. Hashtag pay to win, sag ich da bloß. Ja, okay. Na gut. Muss ja noch nichts heißen. Aber beim EV-Zug haben sie halt auch Geld. So, dann haben wir noch eine neue Primetime, nein, Geschmack, eine neue NHL Moments-Karte. Und zwar für seine beiden Tore in Spiel 7 im Stanley Cup-Finale 2004. Oh, ich habe es mir zum Glück aufgeschrieben, hätte man niemals merken können. Haben wir auch einen Fanliebling eigentlich. Und zwar haben wir den, also der 94. Mal schauen, wo er ist. Hier den 94er Ruslan Fedotenko. Ohne Verein hier drin, so wie es ausschaut. War damals vom Tampa Bay Lightning. Das, ja, hier unten steht es, Tampa Bay Lightning, okay. Also Ruslan Fedotenko ist ein rechter Flügelspieler. 1,95 groß, 91 Kilo, zweimal Schwarm, zweimal Raser, einmal Wingman. Also die beiden Synergien braucht er auf jeden Fall, dass er zumindest auf 91 Beschleunigung, auf 92 Geschwindigkeit kommt. Schuss auch nicht wirklich gut, Hände und Bodychecken alles gut. Aber mir persönlich wäre er auch für 1,85 zu langsam. Wäre er jetzt über 1,90, können wir es okay. Ja, das stimmt. Deswegen diesen Grind und dann fliegst du am Schluss wegen 100 Punkten raus. Nee. Lodinger hat es geschafft, Platz 16. Wie gesagt, Riesenrespekt. Hat früh um 5 Uhr das Spielen angefangen, noch vor der Arbeit. Mega. Also, jetzt bin ich schon extrem Freak, denke ich mir mal, wenn ich hier spiele. Aber das ist nochmal eine andere Stufe. Geile Sache auf jeden Fall. Also, Ruslan Fedotenko, keine Empfehlung. Mir wäre zu langsam für die Größe. Wenn er über 1,90 oder 2 Meter wäre, können wir drüber reden. Aber so müsste er schneller vom Fleck kommen. Also keine Empfehlung. Da gibt es auch ein Set dazu, wie man den machen kann. Zeige ich euch alles nachher. Genauso wie man jetzt noch die, was haben das? Club Champions. Ja, noch neue Club Champions Karten. Kann man auch so mehr oder weniger so beiläufig jetzt heute raus. Geht's auf Seite 5 los. Und zwar haben wir hier am Anfang den 90er. Ja gut, ob wir uns die noch vorstellen müssen. Aber wir nehmen sie durch. Sind neu, nehmen wir durch. Wir haben den 90er Urho Vaakainen von Team Finnland, rechter Verteidiger, 1,85 groß, 84 Kilo, zweimal Barrage, zweimal Howitzer, einmal Magier. Gar nicht mal so schlecht, also die Schusskraft wird auf jeden Fall maximal. Was die Schlagschusskraft angeht, Hände eher mau, gut für eine 90er Karte. 90 Geschwindigkeit, 90 Beschleunigung, 93 Geschwindigkeit, kann man lassen, aber auch jetzt kein, wo man jetzt eigentlich aktuell noch im Spiel braucht. Genauso wie den 90er, wo ist er denn? Samuel Morin, ist ein, von Team Kanada, ist ein rechter Verteidiger, 1,98 groß, 92 Kilo, zweimal Verteiler, zweimal Magier, einmal Wingman. Da schaut es schon besser aus, weil er einfach groß ist, aber halt nur 80 Schussgenauigkeit und 81 Handgelenkschussgenauigkeit. Dazu Deking bei 79,
Puh, selbst mit Magier und Balance dann geht er nur auf unter 90 trotzdem noch. Aber halt hier 93 Beschleunigung, 89 Geschwindigkeit, okay. Für eine 90er Karte ist okay, mit der Größe, Bodychecken, alles perfekt. Ja, gute Karte für eine 90er, aber auch jetzt kein, wo man wirklich unbedingt braucht. Dann haben wir ein Goalie, ein 91er Goalie genau zu sagen, und zwar von Team Kanada, heute alles Team Kanada irgendwie. Den 91er Jake Allen, 1,88 groß, 86 Kilo, zweimal Funke, zweimal Balance, einmal Schwarm. Ja, für eine Nummer 1. Als 91er Karte würde ich jetzt nicht spielen lassen. Halt ein nicer Backup, wenn ihr euer Goalie Rating noch oder euer Overall Goalie Rating noch hochbringen wollt und die Synergien braucht und keinen Bronzehelden mehr einsetzen wollt oder keinen Bronzespieler, weil er nicht mehr Helden war, der Spieler. Dafür ist der auf jeden Fall sinnvoll, aber zu mehr auch nicht. Dann haben wir noch einen 92er und zwar den 92er Mikko Koivu. Oder ganz am Anfang, ich glaube, mit dem 86er von der European Hockey Club, der war ewig drin, weil er irgendwelche Synergien hatte, wo ich damals braucht habe. Na gut, also von Team Finnland, der 92er Mikko Koivu. Ein Center, 1,91 groß, 97 Kilo, zweimal Hard and Soul, zweimal Workhorse, einmal Raser. Mit Hard and Soul und bei der Größe auf jeden Fall ein brauchbarer Center. Workhorse dringend notwendig, dass es zumindest auf 93 Beschleunigung geht. Und mit Raser auf 93 Geschwindigkeit. Schuss ist nicht wirklich toll. Hände im Durchschnitt bei 92. Für eine 92er Karte in Ordnung. Und auch, dass das Bodycheck nur bei 91 ist. Bei der Größe soll es sich das anders spielen, als es hier steht. Geht mit Funken eh nochmal hoch. Also eine gute Karte. Gerade so für die mittleren neue Xbox-Besitzer. Auf jeden Fall eine wertvolle Karte. Dann haben wir den 93er haben wir hier keinen. Der war hier dann. Ja, den 93er Rickard Raquel von Team Schweden, ein linker Flügelspieler, 1,83 groß, 89 Kilo. Zweimal Barrage, zweimal Lammknipser, einmal Howitzer. Also mit Barrage, Lammknipser und Howitzer, der Schuss auf jeden Fall sehr gut, Hände gut. Bodycheck bei 90 kann man auch so lassen. 94 Beschleunigung, 96 Geschwindigkeit. Für eine 93er Karte auf jeden Fall ausreichend. Guter Schuss, kann man nichts sagen. Gute Karte, gibt es zwar bestimmt auch bessere, aber auf jeden Fall eine gute Karte hier. Und den Abschluss macht einen von meinen persönlichen Leuten, die ich nicht leiden kann, von Team Russland, der 95er Alexander Radulov, rechter Flügelspieler, 1,85 groß, 93 Kilo, zweimal Balance, zweimal Howitzer und einmal Shutdown. Also auch ohne Synergien der Schuss schon fast perfekt, Hände perfekt, Bodychecken geht damit auch mit Shutdown und mit den Funken nochmal hoch. Er hat den Balance braucht es hier eigentlich kaum. Also auch eine Karte, die mit Synergien an auf jeden Fall besser ist als 95. Wir sind dann bei 94 Beschleunigung, bei 96 Geschwindigkeit. Dazu einen perfekten Schuss. Bodychecken perfekt, also super Karte, aber ich kann ihn nicht leiden. Ja, das stimmt. Ja. Wenn ich so 90er ziehen würde, glaube ich, würde ich sogar fast einen Kopfstand machen. Aber du warst ja dabei, hast du gesehen. Gut, dann haben wir noch ja einen neuen Event oder einen neuen Teil-Event. Ich nenne es mal 99 Shades of Summer. Da gucken wir uns erstmal die Sets an, beziehungsweise erstmal gucken wir uns das eine Set an, was man mit dem Fedotenko anstellen kann. Und dann gucken wir uns auch mal diese, ich weiß nicht, warum die gestern nicht online war, der Loadinger schreibt mir Mitternacht, ey, das sind neue Sets online. Ich habe das gestern echt nicht gesehen, habe deswegen nur einen Hood Rush gestreamt, wollte keiner sehen, aber... Gut, also Ruslan Fedotenko, wenn ihr den 90er Ruslan Fedotenko habt und 4 Gold Collectibles dazulegt, bekommt ihr den 94er. Also ob der 94er jetzt an sich 200.000 Münzen wert ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, den Upgrade würde ich machen, allein wegen den Synergien, aber ja, da muss man schon wirklich Fan von Fedotenko gewesen sein oder sein, damit sich das lohnt. Ich denke mal, für 200.000 gibt es dann doch bessere Spieler, beziehungsweise den Wert, wo man investiert, um die 90er Teambuilder zu machen. Ja, also wenn ich ihn hätte, glaube ich, würde ich einen Upgrade machen. Aber ich würde jetzt nicht den Fedotenko extra machen und nur um den Upgrade zu machen. Sagen wir es mal so. Ist, glaube ich, ganz klar formuliert. Dann haben wir, wie schon angedeutet, die neuen 99 Shades of Summer Icons. Ah, okay, drum. Gestern kein Mensch online, außer Cassandra. Deswegen hat er irgendwie gesagt, okay, dann gehe ich halt wieder. Also, und zwar habt ihr jetzt die Möglichkeit, eure Goldhelden, die ganzen, es geht zumindest mit den 94ern los, für den Goldhelden plus 7 Icon Collectibles, dass man die noch mal braucht, hätte ich nie gedacht, könnt ihr die Karten auf 99 hochmachen. Und nicht verwundern lassen, hier steht es 3x99 Carbono, hier steht 6x99 Eddie Ocic, 3x Marcus Neslund, 5x Igor Larionov, 5x Ray Ferraro und 2x Sid Abel. Also da gucken wir uns gleich an, wie die Karten ausschauen, warum das 3, 5 und 6 Mal gibt. Auf jeden Fall bei allen gleich, ihr braucht den Goldhelden
und 7 Icon Collectibles. Ich hoffe mal, es geht noch weiter, dass man dann auch die 97er noch upgraden kann, für dementsprechend weniger Icon Collectibles, weil der Schritt bis 99 weniger ist. Aber macht auf jeden Fall Sinn und man kann auch die ganzen Spieler nochmal irgendwie noch, was will ich mit den 94er noch? Also ich habe neulich einen 94er Markus Neslund gezogen, hätte ihn direkt verkauft, weil wozu? Jetzt hätte ich ihn wahrscheinlich gern behalten, weil der echt jetzt teuer geworden wäre. Also, schauen wir uns die Karten an. 24 Stück gibt es hier. Das erklärt auch, warum es Karten teilweise 6-mal gibt. Also, gerade bei Eddie Olczyk gibt es von jedem Verein, für den er in der NHL gespielt hat, gibt es hier eine verschiedene Karte. Synergie bleiben alle gleich. Ich werfe echt bloß einen kurzen Blick in die Karten rein, weil die sind alle bei 99, egal was es ist. Also selbst hier, die Disziplin ist so bei 92. Da geht es halt wirklich um den, also ihr kriegt alle Karten, ihr könnt dann alle gleichen Synergien, ihr könnt dann den einsetzen, wo ihr wollt. Zum Beispiel Olczyk ist bei mir immer Pittsburgh. Egal wo der dann davor oder danach war, für mich war es immer Pittsburgh. Und bei Igor Larionov, der war immer bei den Red Wings. Florida war es schon gar nicht mehr so auf meinem Schirm irgendwie. Und Markus Neslund ist für mich Vancouver durch und durch. Auch Pittsburgh, wenn er war, ja, und bei den Rangers, aber das ist halt durch und durch ein Vancouver-Spieler. Und hier ist halt ganz, ganz lustig, weil die Spieler können jetzt die Synergien mit sich selber aktivieren. Also wenn ihr diesen 99er Markus Neslund habt und habt die Karte, habt den Magier aktiv. Bringt zwar eigentlich bei ihm überhaupt nichts, weil eh alles bei 99 ist, aber wenn ihr noch eine Karte mit einmal Magier irgendwo rumfliegen habt in eurem Lineup, das nicht aktiv ist, dann ist damit halt der Magier auch aktiv. Ja, es ist so nice to have, halt, dass es halt leuchtet, keine Ahnung, bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, aber die 4x Team-Synergie ist auf jeden Fall wertvoll. Wie gesagt, Karten sind alle bei 99, können auf allen Positionen spielen, was Stürmer und Verteidiger angeht, also auch wenn jetzt zum Beispiel, wer war es denn, wenn jetzt sind alles Center, ja, auch wenn jetzt Markus Neslund nicht als Center deklariert ist, hat trotzdem 99 am Face-Off, also der kann jetzt eigentlich überall spielen, wo er will, außer Verteidiger und im Tor. Auf jeden Fall, ich würde jetzt keinen Goldhelden extra kaufen, um den dann mit 7 Icon Collectibles abzugraden, aber wenn ich jetzt eh noch so einen 94er umfliegen habe, oder bei mir, ich habe den 95er Nuendijk, ich habe den 95er Moderno, die jetzt halt einfach da sind, ich glaube, den Moderno würde ich upgraden, was hätte ich dann, Dallas, Minnesota North Stars und Red Wings, okay, bei Joe Nuendijk, der war bei Dallas und Calgary, und vielleicht noch bei New Jersey, ich glaube bei New Jersey noch, das wäre dann so rein, ich würde die Karte upgraden, dann, damit ich sie habe, also das wäre, ob man die dann wirklich alle braucht, kommt auch auf den Wert drauf an, wenn jetzt wirklich dann die 96er alle rauskommen, Chris Chelios, Howie Morans und Co. Und die dann auf 99 gehen und kosten dann vielleicht nur 5 oder 6 Icon Collectibles zum Upgraden, wird es sogar Sinn machen, die spielen zu lassen, aber ich sehe schon, wo es rausläuft, ich habe es am Anfang vom Spiel noch gesagt, wo die erste Karte rauskam, die zwei Spieler sind irgendwie, das war irgendein Phil Kessel mit 91, der dann zweimal Rasa hat oder so, aber ich sag, irgendwann ist es soweit, dass dann die Karten oder die Spieler die Synergie mit sich selber aktivieren können, jetzt ist es soweit, viermal Magier, viermal Gladiator, viermal Workhorse, dann bei Forsberg dann irgendwann später auch, also Upgrade auf jeden Fall empfehlenswert, aber wirklich nur, wenn es ein Lieblingsspieler von euch ist und ich würde auch noch warten, bis dann halt wirklich eine Karte kommt. Man, die würden alle bei 99 sein, das ist dann am Schluss ist egal, aber da wird es wirklich um die Lieblingskarte gehen. Ich denke mal, ich würde da Peter Forsberg machen, vielleicht Timo Selänne und eben Mike Modano. Das wären so meine persönlichen Karten, die ich da machen würde. Und Synergien mittlerweile sinnlos, also was braucht man noch? Synergien groß. So, was haben wir noch? Schlaue Liste, wir sind durch. Oktober haben wir noch was? Nein, auch nichts. Damit gehen wir dann direkt weiter zu meinen Hood Champions und Rivals Blow 9. Hood Champions habe ich schon geholt heute. Da war ich auf Platz 351. Ja, ist okay. Hätte mir vielleicht noch zwei Spiele mehr gewinnen können, wäre ich in die Top 200 gekommen, aber so auch okay. Hier waren wir im Platinum-Rang. Nein, ich war eins drüber. Ich war im Diamant-Rang. Ne, Platinum-Rang war ich. Ja, ist ja wurscht. Aber wir haben auf jeden Fall zwei Jumbo NHL Player Packs und zwei Jumbo Elite Packs. Ganz untauschbar. Ich will noch diese ganzen Stanley Cup Collectibles. Genau, das ist genau. Diese ganzen Stanley Cup Collectibles, die ich alle noch rumfliegen habe, weil ich dann doch keinen 97er gemacht habe, beziehungsweise einen 97er gezogen habe. Deswegen habe ich die alle noch rumliegen. Kann man nur kurz reingucken und das Set geht ja auch noch ein paar Tage. Beziehungsweise ist kein zeitlicher Faktor drin. Und da habe ich jetzt noch hier noch 20 von diesen Collectibles drin liegen.
Und für 10 Stück plus, oder ein Haufen Gold, für 10 Stück und 50 Goldspieler bekommt man ja auch dann hier hinten noch die zwei Gold-Collectibles. Also die grase ich mir auf jeden Fall ab. Der Upgrade von Kuturi und Böser steht auch an. Morgen ist der erste, sollte morgen kommen. Braucht man garantiert wieder drei Collectibles. Also alle Belohnungen, wo ich jetzt heute ziehen würde, egal wie ihr umtauschbar oder tauschbar nimmt, ich würde nichts verkaufen, nichts wegtun. Vielleicht braucht er morgen wieder irgendwelche Silbertrikots oder Silberspieler, sonst was. Das ja nur so am Rande. Also, jetzt haben wir, gucken wir mal, was wir alles im Posteingang hier haben. Posteingang. Aber auf jeden Fall jede Menge Food Champions Punkte. 2000, 2500, 600, 700, 2875 und noch schon wieder eigentlich qualifiziert dafür. Ja, also die Woche glaube ich, werde ich nicht Food Champions spielen. Muss dann doch irgendwann mal auf meiner Xbox mal ein bisschen herumgrasen und da ein bisschen was spielen. Also, aber habe ich im Posteingang, wenn ich sage, ich will Hood Champions spielen, löse ich einfach ein. Und gut ist es. So, da haben wir noch die Belohnungen vom des Ultimate Pack und des Chumbolide Pack tauschbar vom Hood Champions. Und die zwei Chumbo NHL Player Packs und die zwei Chumbolide Packs, die nicht tauschbar sind. Jetzt haben wir es. Fangen wir gleich an. 20 Items, mindestens 11 mal 80 plus. Gibt es einen Kopfstand? Also da muss schon wirklich, da müsste schon 90er Ferraro, keine Ahnung was kommen, damit ich einen Kopfstand mache, weil ja, mittlerweile, ich glaube, selbst der würde dann nur in der dritten Reihe spielen irgendwann. Da geht es mir wirklich eigentlich nur um die Goldspieler, um die Trikots, um alles Mögliche. Ist eh nicht zum Verkaufen, also wir kriegen auch keine Kohle davon. Falls irgendwas dabei sein sollte. Aber eine Niederwolke. Okay, kann man auch nicht verkaufen, also von dem her wandert er direkt weiter in ein Set. Aber ich habe eine lila Wolke gehabt. Ist schon mal. Ist es ein Highlight? Nee, nee. Highlight wäre, wenn der jetzt im Ultimate Pack drin war, damit es zumindest noch ein wenig, oder drin ist, damit es zumindest ein bisschen Kohle geben, aber so ist es kein Highlight. So, nochmal eine lila Wolke bitte mit was Brauchbarem. Aber es war das erste Pack, zumindest schon mal kein Oktober-Pack. Hier schaut es wieder anders aus. Mister Trikot, alles aufheben. Nix jetzt irgendwo reinbraten. Oh, Vancouver-Trikot können wir schön verkaufen. Den Warntannen kann man schön verkaufen. Aber ist nicht. Brock Boeser können wir vielleicht sogar noch verkaufen, weil wenn man tauschbar hätte. Für 20 Münzen und man muss noch Briefmarke draufkleben. So, jetzt zwei Jumbo NHL Player Packs, 20 Items, alles Gold NHL Spieler, mindestens 10x80 plus. Auch wieder untauschbar natürlich. Trosser. Der Dell und Komarov, die mogeln sich mittlerweile auch wieder rein. Also, Corey Perry, Blake Como, warten wir schon wochenlang jetzt doch. Ja, okay. Gut, ist zwar jetzt. Ja, okay. Also, dazu müssten zwar die Habs mal anfangen, das Spiel zu gewinnen. Aber wenn die wirklich den Cup holen, dann wär der schon mächtig, glaube ich. Würde dann direkt meinen Uwe Krupp ersetzen, aber da müsste über 94 gehen. Ja, okay. Nehme ich mal so. Nehme ich mal so. Das ist halt vieles, aber jetzt schon zwei Spezialkarten ist schon mal ein gutes Ergebnis eigentlich. Oh, das Ganze nochmal. Und wir haben noch unsere Tauschbarbelohnungen. Vielleicht haben wir da auch noch was. Und wir haben morgen nochmal Markus Pettersen. Mit Schmarner, warum nicht den 97er? Den hätte ich sogar rein in mein Team immer untergebracht. Aber nicht den 82er. Der Jeller, cool. Gibson, naja, gut, ob da der 90er so viel besser ist wie der 85er, bezweifle ich ja. Getzlaff. Also das ist so ein Mega-Oktober-Pack eigentlich. Das ist so, ja, den haben wir gerade auch schon gehabt. Also auch wieder viel doppelt und dreifach. Das stimmt ja, mich wundert eh, dass diese Playoff-Dinger, selbst wenn sie auf 95 sind, gehen die nur für 120.000 weg. Also finde ich ganz komisch, ich weiß nicht.
So, jetzt haben wir ein Jumbo Elite Pack, 20 Items, mindestens 11x80 plus und das Ganze ist jetzt tauschbar. Vielleicht ist ja da irgendwas dabei, was wertvoll sein kann. Mike Richter. Ja, dann können wir die Goldspieler vielleicht zumindest zu Geld machen, wenn da wieder so ein Set kommt. Auch nochmal. Krummerow zum dritten Mal jetzt. Okay. Ah! Oh! Das ist gut. Also nicht, dass der spielen wird, aber der sollte auf jeden Fall Kohle bringen. Das ist eigentlich so ein Stammgast beim Loading immer. Der zieht ihn auch immer gefühlt alle 2 Wochen. Also unterbringen werde ich den jetzt nicht. Linker Flügel. Nee, also da hab ich bei mir den Kucherov in der dritten Reihe. In der vierten Reihe spielt er 97er Forsberg, also den bringe ich nicht unter den Kyle Connor, aber da soll man ein bisschen Kohle soll man dafür kriegen. Also keinen Kopfstand werden, will ich nochmal betonen. Also heute bisher und vor allem auch tauschbar stimmt mich zufrieden. So, und jetzt haben wir noch das Ultimate Pack. 20 Items, alles 80 plus tauschbar. Da am besten das ganze Team der Woche einmal durch. Außer Lawson Kraus. Trouba. Oder eigentlich müssten wir jetzt nochmal einen Komarov ziehen. Oh. Ernsthaft. Aber ich glaube, ich habe jetzt fast in jedem Pack jetzt eine lila Wolke. So, und das Ergebnis hat immer toll war. Brent Burns. Auch schon lange in meinem Team der Woche, also. Da ist richtig was los. Die Zahnlücke. Wieder Gibson, haben wir gerade auch schon gehabt. Das ist krass. Im eigentlich besten Paket hier ist der größte Scheiß drin. Aber gut. Naja, werde ich jetzt mal alles vermodeln und dann morgen haben wir, was haben wir denn morgen? Morgen ist Donnerstag. Ich bin mal gespannt, ob morgen schon die 95, ob morgen schon die 95er Karten rauskommen, dann zum Upgraden auf 99. Wäre es so vom Rhythmus her, Dienstag, Donnerstag wird es ja passen. Gestern war Dienstag, kamen die 94er. Vielleicht kommen morgen schon die 95er, je nachdem, wie schnell sie das durchspeeden wollen. Neue Primetimes gab es heute gar nicht. Da denke ich mal, wird morgen irgendwas kommen, wenn das nächste Finale rum ist. Aber eins haben wir noch ganz kurz noch angesprochen. Ändert zwar an den Karten nichts, aber mir fällt es gerade ein, heute dachte man ja auch die Bekanntgabe der Awards, da hat ja der Conor McDavid ja einstimmig die Hart Trophy gewonnen, damit auch die Synergien bei ihm hier auf, wo ist er denn, auf dreimal hoch, also jeweils um eins erhöht. Genauso wie für den 98er Marc-André Fleury, der die Vezina Trophy gewonnen hat, auch nicht ganz einstimmig, aber auch ziemlich im Vorteil, ziemlich mit Vorsprung. Und wen hat man noch? Die Norris Trophy gegen den Fox, genau. Ja, Adam Fox, etwas überraschend, also da auch mit Avalanche-Brille auf, hätte ich den Makada mehr gewünscht als den Fox. Rookie des Jahres ist der Kaprizov geworden, die Capri-Sonne, aber hat hier keine Karte, von dem her tut sich bei den Rookies jetzt gar nichts, aber bei Robertson, und wie war der zweite? Robertson und der Goalie, der 93er Goalie, das war der Nedeljkovic, genau. Okay, cool. Und da ja, hat sich leider nichts getan, weil es einfach keine Kaprizov-Karte gibt. Wahrscheinlich, normal müsste der jetzt der Cover-Athlet vom nächsten Spiel sein, weil jetzt der eigentlich so abgegrast hat und es gibt gerade mal eine oder zwei mickrige Karten, die 97 und die 98er von ihm. Von dem her denke ich fast, dass der Cover-Athlet wird, dann außer geht in die KHL zurück, weiß man nicht. Aber die Karten sind auf jeden Fall gestiegen, genauso wie die 5 Tampa-Spieler, die wir hatten, die auf 91 gestiegen sind. Wer war der fünfte? Ach, der Pallet hat sich hier reingemogelt, ne? Ne, der. War es bloß, waren es 5 oder waren es 6? Doch, der Point hat sich hier reingemogelt. Die Sau. Genau, also die anderen auch von 89 auf 91 gestiegen damit. Und wenn Montreal es dann gewinnt, dann steigt auch mein. Ich hab schon vergessen, wenn ich gezogen habe. Aber steigt auch mein, den ich gezogen habe, auf. Der war es, der Kulak. Steigt dann auch auf 91. Dazu müssen die aber erstmal gewinnen heute Nacht. So, das war's jetzt aber auch schon. Wie gesagt, morgen gucken wir, was kommt. Morgen auf jeden Fall meine Squad-Belohnungen. Und dann schalte morgen wieder ein, kurz nach 11. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank fürs, ja, dass ihr immer wieder da seid. Geile Sache, ihr Sackmeistick. Bester Zuschauer. Bis morgen. Bleibt sauber. Ciao.
Meine Ruhe.